Merhaba, ihr Verborgenen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Mirage. Freut mich sehr, dass du eingeschalten hast. So, liebe Freunde, ich bin jetzt hier noch ein bisschen im Dorf auf und ab gerannt und habe nichts gefunden, bis auf das hier. Das habe ich jetzt mal offscreen gemacht, das Absuchen. Keine Ahnung, ob das hier vielleicht noch wichtig sein könnte. Ich sammle es mal ein. Ein Talisman des gehörnten Löwen. Nee, ich glaube, das war nicht sehr questrelevant. Ja, Freunde, ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Ich habe jetzt hier Hinweise entdeckt, aber entweder nicht alle. Bin hier überall schon lang gerannt. Ich kann auch mit dem Typen nicht reden. So, warte, aber den Talisman will ich mir gerade mal umhängen. Zack. Nice. Die Seele wandelt unter uns. Ja, wo? Halt ihr nicht zum Opfer. Wo ist die Seele? Ich sehe hier nix. Keine Menschenseele vor allem. Hier ist gar nix. Guck dir das doch mal an. Alle Hinweise werden ja so orange angezeigt. So, ich war hier in der Bude. Hier war ich drin. Hier war so stickige Luft. Hier habe ich eingesammelt. Dann lag hier was. Hier gibt es noch Fressi. Hier gibt es noch Wurfmesser, was er aber irgendwie nicht einstecken will. Der feine Herr. So, dann bin ich hier runter. Dann Wagenspuren. Führen hier runter. So, und hier endete die Spur. Ich renne jetzt nochmal hier lang. Da gibt es noch Essen, aber brauche ich nicht. Achso, Pfauenfeder, so. So, denn hier liegt noch jemand. Hier war eine Kiste drin. Keine Ahnung, was ich hier noch tun soll, Freunde. Vielleicht irgendwie meditieren oder so bis Abend? Wie ging denn das? Geschichte aus Bagdad. Ich weiß nicht, Freunde. Ich kann mit dem Dude da oben nicht reden. Irgendwie wird mir dieses Symbol auch noch angezeigt. Also entweder mir fehlt wirklich was. Brief an den Bruder. Da ist noch eine Kiste. Ich sehe es nicht, Freunde. Auf so einer Bank konnte ich doch immer meditieren, aber hier gibt es ja keine. So, und hier habe ich immer noch. Hütet euch! Die Seele wandelt unter uns! Halt ihr nicht zum Opfer! Komm her jetzt! Wo ist deine Seele? Hä? Wo ist sie denn? Hier ist niemand! Weiß nicht, Freunde. Also, entweder ich muss später. Also, entweder es ist ein Bug. Oder ich muss später nochmal wiederkommen. Oder ich bin wirklich. Ich sehe es nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich hier noch tun soll. Halt! Mit Blasen bedecktes Fleisch. Das habe ich übersehen. Das war kein natürlicher Tod. Ich muss dem Überlebenden Bericht erstatten. Oh, das habe ich übersehen. Verdammt! Oh, wie gut, dass die Seele dich nicht erwischt hat. Ja. War es ein harter Kampf? Ich habe es übersehen. Nein, gar nicht. Wie meistens, wenn es den Gegner gar nicht gibt. Natürlich gibt es sie. Es gibt keine Dämonen. Nicht hier. Die Verzweiflung deiner Freunde hat zu dieser Tragödie geführt. Was? Bist du sicher? Chinesische Händler kamen hier vorbei und haben ihre Tiere getränkt. Richtig? Da beschlossen deine Freunde, eine Kiste mit Krügen zu stehlen. Ohne zu wissen, dass sie gefährliche Dämpfe enthielt.
Vermutlich eine Bestellung der Alchemisten des Kalifen. Als deine Freunde die Krüge öffneten, tötete sie das Gift innerhalb weniger Herzschläge. Ich kenne diesen Blick. Scham. Schuld. Die Krüge. Es war meine Idee, sie zu stehlen. Ich dachte, wir könnten den Inhalt verkaufen. Es tut mir leid. Glaub mir. Aber nun musst du mit den Konsequenzen deiner Taten leben. Was habe ich getan? Ich bin für den Tod so vieler verantwortlich. Fluch der Sailor. So, das war die eine Geschichte aus Bagdad. Und eine bleibt uns noch. Eine bleibt uns noch zu erledigen. Die ist hier ganz oben. Da kann man leider nicht hinreisen. Muss man auch wieder eine Schnellreise machen. Tja, Freunde. Und dann weiß ich nicht. Es stand ja vorhin wieder da. Es gibt noch Aufträge in den anderen Assassinenbüros. Verborgenen Büros, Verzeihung. Und deswegen würde ich die vielleicht auch nochmal abklappern. So, komm, Kamel. Komm her. Wo bist du? Komm. Jawohl. Abflug. Ja! Eigentlich wollte ich die Rüstung ja ablegen. Eigentlich. Naja. Upsi, tschö. Verschwunden über die Dünen. So, hol mal ein bisschen Luft, Kamel. Es geht nämlich gleich wieder los. So. So geil, wie es hier draußen einfach fast nichts gibt. Aber ist auch mal entspannt. Ist eigentlich auch mal entspannt, weil dann muss man nicht in jede Ecke gucken, sondern einfach nur mal ein bisschen Karte aufdecken und so. Jalla, jalla! So, na komm. Weg da, Oma. So, wer wartet hier noch? Was glotzt du so, hm? Es klingt, als bräuchtest du Hilfe. Ich würde sie nicht abweisen. Dann biete ich sie dir an. Was ist denn los? Dieses Haus hat meiner Mutter gehört. Darin befindet sich ein sehr wertvolles Objekt. Ein Schatz, könnte man sagen. Ein Schatz? Plötzlich ist er ganz Ohr. Schätze faszinieren mich, erfüllen aber nicht mein Herz. Hat nur gefragt, ein Schatz? Meine Ohren. Wie dem auch sei. Finde ich keinen Weg hinein, ist der Schatz für immer verloren. Als Kind war ich ein richtiger Schatzjäger. Jetzt ist ein guter Moment, das wieder aufzugreifen. Gegen Bezahlung? So sei es. Nachdem es erledigt ist. Wo genau finde ich diesen Voraus. Schatz? Meine Mutter, Töpferin von Beruf, hat ihn in einer blau glasierten Amphore versteckt. Blau glasiert? Das allein würde ja schon ausreichen. Nach ihrem Tod trauerte ich sehr und schaffte es nicht, das Haus zu betreten und mein Geburtsrecht einzufordern. Bei meiner Rückkehr war es dann abgesackt. Bitte, bring mir, was mein ist. Dein Geburtsrecht soll gewahrt werden. Okay. Ja, dann schauen wir einfach mal da rein. Die Tür ist natürlich verriegelt, ist doch klar. Dann würde ich einfach mal rumschauen, ob da irgendwo nicht ein Eingang ist. Also hier nochmal hoch.
Ich glaube, wir müssen tauchen, Freunde. Gibst du das Gefühl, wir müssen tauchen? Hier ist nichts. Was ist hier? Oh, habe ich es etwa gefunden? Ich dachte, das wären irgendwelche Aale oder so. Die Feuchtigkeit den Schatz nicht beschädigt. So. Was ist denn die Dame jetzt? Lass mal alles kaputt machen hier. Da ist die Amphore. Um sie zu öffnen, müsste man sie zerbrechen. Was immer auch darin ist, muss sehr wertvoll sein. Mhm. Hast du die Amphore gefunden? Ja, wo bist du denn? Hä? Einfach abstellen, oder was? Was ist denn jetzt? Hallo? War sie nur ein Geist? Ich weiß nicht, soll ich die jetzt kaputt machen? Was ist das? Ein Kupferklumpen? Ein Klumpen Kupfererz. Und jetzt? Ach, da ist er. Hier ist dein Schatz. Hast du die Amphore aus Gier oder ungeschickt zerbrochen? Hätte ich sie nicht zerbrochen, hättest du es getan. Anders ließ sie sich nicht öffnen. Und nebenbei, seit wann erachtet man einen Klumpen Kupfer als großen Schatz? So zeigt sich deine Unwissenheit. Mit diesem Kupfer mache ich hunderte glasierte Vasen. Hier ist dein Lohn. Abzüglich eines kleinen Beitrags für die zerbrochene Amphore meiner Mutter. Oh. Sie hatte großen ideellen Wert für mich. Na gut, das verstehe ich schon. Das verstehe ich. Ich habe die wirklich einfach kaputt gehauen. Naja, Schatzsuche haben wir jetzt abgeschlossen. Auch die zweite Geschichte aus Bagdad. Wunderbar. Na gut, was fehlt uns denn hier noch eigentlich? Ausrüstungstruhen, Darwish-Artefakte und historische Stätten. Das würde ich dann wahrscheinlich alles wieder offscreen machen. Das ist immer ein bisschen eine Sucherei. So, aber was wir machen können. Neue Aufträge verfügbar. Da schaue ich nochmal nach. Was es da so gibt. Und die können wir ja dann auch in dieser Folge noch beenden. Oh, drücke E sofort nach einer Parade? Habe ich ja noch nie gemacht. Zack, zack, zack. So. Ach schön, ich kann auch mal meine Fertigkeitspunkte vergeben. Wo geht's denn hier rein? Ach, da oben. So, da sind zwei neue Aufträge. Die nehmen wir natürlich an. Zack. Danke. Mehrere Aufträge angenommen. Alright, dann schaue ich noch mal kurz. Da war ich jetzt. Keine neuen Aufträge, keine neuen Aufträge. Vier müsste es ja geben, ne? Keine neuen Aufträge. Eins, zwei, drei, vier. Keine neuen Aufträge, okay. Dann kümmere ich mich jetzt mal um die beiden Aufträge hier noch. Der Verräter, lass es wie einen Unfall aussehen. Ist die Voraussetzung. Okay. Da muss ich hin. Dann mache ich da mal schnell hin.
Also wie einen Unfall von mir? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, eine Fackel in der Hand habe und dann, oh, so mache? Das ist auch ein Unfall. So, pass mal auf. Jetzt werde ich nochmal schnell Fertigkeiten. Da wollte ich hin. So, hier fehlt ja nicht mehr viel. Ich nehme das jetzt einfach alles mit. Zack. 4, 3. Ach komm, hier das. So, dafür brauche ich 4, 8, 11. 11 Punkte brauche ich noch. Holy Macaroni, okay. So, Verzeihung, darf ich mal kurz durch, danke. Weg da bitte. So, zur Seite bitte, zur Seite. Oh, die haben aber auch so schöne Gewänder an alle. Zeig mal, was hast denn du eigentlich mit? Oh! Muss ich jetzt? Doch, muss ich. Das ist gut, dass mir das in die Kommentare geschrieben wurde. Ich hätte sonst wahrscheinlich niemanden beklaut irgendwie von den Ärmeren zumindest. Wow. So, jetzt probiere ich das mal mit dem E. Das habe ich noch nie gemacht. Wow, das war nix. Nee, das war auch nix. Auch nochmal. Jetzt habe ich E gedrückt, aber ist nichts passiert. Nochmal. Zack. Nee. Du nochmal. Nee, mach nochmal richtig, bitte. Nee, mach mal. Ui, zack. Dämon, was war das? So, komm. Dann mache ich jetzt einfach so, was soll's. So, Enkidu bitte. Da drüben irgendwo. Nein! Oh Gott. Das war sehr knapp. Wegen eines Schützen. Das ist der Ort. Aber ich bin noch außerhalb. Da hinten ist er. Ich sehe ihn doch, den Lümmel. Hab ich noch? Ja, hab ich voll. Zack, Junge. Zack. Da ist der Schütze, ha? Du denkst, du kannst meinen Adler angreifen? Komm mal her. Zack, Feierabend. Was ist? Ja, ja, ja. Da ist er. Direkt unter mir. Wie kann ich das denn wie einen Unfall aussehen lassen? Der wird sich doch da nicht vom Fleck bewegen, oder? So, warte, da muss ich von der anderen Seite. Da ist ein Fenster offen. Zack. Zack. Ach. Gleich verstummst du. Nein. Rein da. Hast du die Waren gesichert? Niemand hat sich daran zu schaffen gemacht? Natürlich, mach dir keine Sorgen. Achtet auf alles, was euch verdächtig vorkommt. Beruhige dich. Das ist unser Beruf. Was macht der denn jetzt? Hä? Was macht jetzt die Zielperson? Ganz ruhig, hier ist niemand. Alter, Alter. Nein! Lass ihn nicht entkommen! Wie,
kann ich das denn wie ein Unfall aussehen lassen? Haben wir hier irgendwie so... So, Ölkrüge haben wir hier nicht. Lass es wie ein Unfall aussehen. Boah, keine Ahnung, ne? Keine Ahnung. So ein Wurfmesser wird ja nicht reichen dafür, nehme ich mal an. Wenn der da drunter lang gehen würde. Geht er da drunter lang? Ja? Oh, ich muss näher, ich muss näher, ich muss näher. Nein! Wo bist du, meine kleine Gazelle? Nein! Nein! Jetzt geht der aber woanders lang, oder? Da ist, glaube ich, noch ein Kran. Was macht der jetzt da? Der steht da genau drunter. Das war nix. Der steht da genau drunter jetzt. Und nu? Hier ist nicht noch... Nee. Ach, komm, ganz ehrlich. Ist mir doch wurscht. Ein gutes Ende nach einigen Missgeschicken. Bisschen eher hätte ich das Ding... Oh, verdammt, der hier kann doch nicht wahr sein. So, na gut, haben wir das auch schön verkackt. Also wir haben es nicht verkackt, aber der Bonus ist halt jetzt nicht mehr verfügbar. Egal. Egal. So. Hier ist schon wieder Sperrgebiet. Ein neuer Auftrag ist verfügbar. Ed? Tatsache. So, aber erstmal der Spitzel. So. Ach Gottchen. Wieder ein bisschen außerhalb. Ich mach das mal so, weil ich glaube, der springt da wieder in so ein Wasserbecken rein. Ah, oh Gott. Uiuiui. Uiuiui. So. Komm her. Wo bist du? Danke, komm. Abflug. Das ist der Ort. Verschaffen wir uns einen Überblick. Ja. Okay. Niemanden töten. Rette den Spitzel, oh Gott. Und niemanden töten.